Für alle von euch, die auch gerne im Winter richtig aktiv draußen unterwegs sein wollen, habe ich das ideale Programm mitgebracht, zum Beispiel als Vorbereitung zum Skifahren, für die Beine, für den Oberkörper, den Rumpf. Ein ganzes Programm bestehend aus 4 Teilen und wir starten heute mit Teil 1 für die Beine. Dazu braucht ihr eine Matte und ja, so ein elastisches Band, Theraband zum Beispiel, das ihr zu Hause habt. Das könnt ihr euch schon mal bereitlegen. Wir wärmen uns kurz auf, also könnt ihr das erstmal beiseite legen. Wir mobilisieren ein bisschen die Beinmuskulatur, die Hüfte. Stellt euch mal in die Grätsche, die Zehen leicht nach außen. Und dann kommt man nach oben auf die Fußballen. Drückt euch hoch, rechts und links gleichmäßig. Nehmt die Arme in die Hüfte und lasst die Schultern locker. Spürt, wie eure Wadenmuskulatur durchblutet wird. Und dann kommt wieder auf den ganzen Fuß und kommt leicht tief nach unten. Nehmt dabei den Po nach hinten, den Oberkörper leicht nach vorne. Versucht ruhig weiter zu atmen und lasst die Schultern locker. Und dann bleibt ihr tief. In dieser Position nehmt die Arme nach vorne und dreht euch im Rumpf von rechts nach links. Nehmt auch den Kopf mit in die Bewegung. Und haltet die Spannung in den Beinen. Und dann kommt nach oben, schließt die Beine. Und dann hebt mal die Fersen ganz locker auf der Stelle. So als würdet ihr auf der Stelle gehen. Die Fußballen bleiben aber auf der Matte. Die Knie leicht gebeugt. Und nehmt die Arme in die Bewegung mit. Ganz locker. Und die Hüfte geht von rechts nach links. Und wieder lösen. Wir heben ein Bein an und hebt das Bein zur Seite und nach vorne. Ganz locker, noch ohne Spannung. Versucht das Gleichgewicht zu finden mit dem anderen Bein. Und wechseln. Zur Seite. Und nach vorne oben. Ein letztes Mal. Und dann kommt nochmal in die Grätsche. Die Hände an die Schultern. Wir mobilisieren noch den Rücken, die Schulterpartie. Nehmt die Ellbogen nach vorne und wieder zurück. Ganz locker, dynamisch. Und dann lockert die Arme, schwingt sie vor den Körper. Nach innen und außen. Und dann haben wir uns ein bisschen warm gemacht. Die Muskulatur ist bereit. Wir legen los. Nehmt euer Band. Wenn ihr jetzt ein normales Theraband zu Hause habt, dann macht euch am besten 2 Knoten rein. Ich habe jetzt hier eins, da kann man reinsteigen. Ist natürlich praktisch, ist aber kein Muss. Und macht euch das Band am besten um die Fußgelenke. Wichtig: Das Band sollte von der Länge so gewählt sein, dass ihr in der Grätsche stehen könnt und das Band dann schon in einer leichten Spannung sich befindet, weil mit diesem Widerstand werden wir jetzt gleich arbeiten. Wichtig ist, dass ihr das Band gut festmacht und dann haben wir jetzt hier den Widerstand und arbeiten ganz gezielt für die Bein-Po-Rumpfmuskulatur. Kommt in die Grätsche, wir gehen tief, schiebt den Po nach hinten, der Rücken ist gerade, Oberkörper leicht nach vorne und dann kommt mal ganz leicht mit dem Gewicht in Richtung Fußballen,
Jetzt spürt ihr auch, wie die Wadenmuskulatur mitarbeitet. Und jetzt gehen wir in ganz kleinen Schritten auf der Matte entlang bis zur Seite. So 3, 4, 5 Mal, bis ihr am Ende seid. Und dann wieder zurück. Achtet drauf, die Schritte sind so klein, dass ihr immer, wenn ihr das Bein nachzieht, trotzdem Spannung habt auf dem Band. Das heißt, die Beinmuskulatur muss kontinuierlich arbeiten. Und das sind jetzt die Muskeln, die brauchen wir natürlich gerade beim Skifahren, bei allem, wo wir die Beine brauchen. Oberschenkel, Po. Und die Bauchmuskulatur ist auch noch ein bisschen dabei. Bleibt tief und kommt von rechts nach links. Gewicht ist immer noch leicht vorne. Versucht euren Fußball mehr zu belasten als die Ferse. Und jetzt spürt ihr vielleicht schon langsam, wie es ein bisschen zu brennen beginnt. Das macht aber nichts. Ein bisschen schaffen wir noch. Ein letztes Mal noch. Zur Seite und dann kommt zur Mitte zurück und dann richtet euch auf. Und jetzt schließt die Beine einfach mal, dann ist die Spannung raus aus dem Band und lockert die Beine. Wenn ihr jetzt festgestellt habt, euer Band hält noch nicht so gut, dann könnt ihr das jetzt noch mal nachknoten, noch mal neu befestigen oder auch noch mal den Abstand verändern. Bisschen enger oder ein bisschen weiter machen. Sehr schön. Ansonsten die Beine einfach auslockern, bisschen durchatmen und auch mal den Unterschied spüren, Spannung in der Muskulatur und dann löst sich diese Spannung wieder. Sehr gut. Dann kommen wir zur zweiten Übung. Ich stelle mich mal leicht schräg, damit ihr das besser seht. Wir machen eine Kombination aus zwei Bewegungen. Die erste, ihr kommt auf ein Bein. Ich fange jetzt hier mit dem rechten Bein an. Stabilisiert euren Rumpf, die Hände entweder in die Seite oder wenn ihr das braucht fürs Gleichgewicht, locker halten. Und dann hebt ihr das Bein einmal an. Auch hier in der Startposition schon Spannung auf dem Band. Für diejenigen, die sich schwer tun mit dem Gleichgewicht, immer wieder zwischendrin die Zehen absetzen. Aber die Spannung unten, die bleibt. Leichte Bewegung hier nach außen. Wir haben hier die Abduktoren, Po-Muskulatur, Hüftbereich, Rumpfseite. Und dann versucht mal, den Rhythmus zu finden. Ganz gleichmäßig immer wieder das Gewicht aufs eine Bein zu verlagern. Und wieder das Bein kurz abzusetzen. Und dann kurze Pause, das war der eine Teil der Bewegung. Wir kombinieren das jetzt und nehmen noch was anderes dazu. Und zwar nehmt ihr das gleiche Bein nach hinten. Ihr beugt das Knie und streckt das Bein nach hinten. Einmal ausprobieren. Zwischendrin genauso wieder den Fuß kurz absetzen. Wenn ihr schwankt, macht es nichts. Dann haben wir gleich die Koordination noch ein bisschen mit dabei. Okay, sehr schön. Kurz aufrichten, nochmal lockern. Wir kombinieren das Ganze jetzt für das eine Bein. Nachher machen wir noch die andere Seite. Nehmt die Arme wieder an die Seite. Wenn es ganz schwer ist, dann stellt euch auch einen Stuhl hier vorne hin. Dann könnt ihr euch da gerne auch ein bisschen festhalten. Gewicht verlagern auf ein Bein und dann seitlich hoch und nach hinten strecken. Seitlich hoch und strecken. Und versucht mal dabei, euren Oberkörper, euren Rumpf relativ ruhig zu halten, gleichmäßig zu atmen und spürt mal ganz gezielt, wie eure Beinmuskulatur, die Po-Muskulatur arbeitet. Und ihr spürt das auch schon ganz schön. Ich komme schon richtig ins Schwitzen. Ruhig weiteratmen. Noch einmal zur Seite.
und nach hinten. Und dann wieder aufrichten, Beine auslockern. Mal auf der Stelle ganz locker gehen, Ferse heben und senken. Und dann machen wir das Gleiche noch fürs andere Bein. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr da euch ein bisschen schwerer tut, je nachdem, was euer gutes Standbein ist. Wie gesagt, für Hilfe gerne Stuhl oder ihr geht an die Couch oder an den Tisch. Dann könnt ihr euch festhalten. Wir starten. Fuß zur Seite hoch. Erstmal nur die Seitbewegung zum Reinkommen. Gewicht wieder verlagern auf das Standbein. Oberkörper leicht nach vorne, ruhig halten. Und spannt auch eure Rumpf, eure Bauchmuskulatur so ein bisschen an. Und sucht euch auch in der Position einen Fixpunkt, am besten schräg vorne unten. Diesen Punkt schaut ihr an. Dann ist es ein bisschen einfacher auch mit dem Gleichgewicht. Einmal noch. Und dann kurze Pause. Kurz lockern die Beine. Achtet auch darauf, dass ihr mit eurem Standbein immer leicht gebeugt im Kniegelenk steht, egal welche Bewegung ihr mit dem anderen Bein macht. Wir gehen nach hinten. Zweite Bewegung, kommt wieder etwas tief. Zieht das Knie an und streckt das Bein nach hinten. Drückt dabei die Ferse weg von euch. Stellt euch vor, hinter euch ist eine Wand und diese Wand wollt ihr mit der Fußsohle berühren. Und das macht ihr ganz kontrolliert, sowohl in der Bewegung nach hinten gegen den Widerstand, als auch in der Bewegung nach vorne, wenn ihr das Ganze wieder nachgebt. Einmal noch. Und dann wieder aufsetzen. Ist übrigens auch nicht ungewöhnlich, wenn ihr da eure Fußsohlen so ein bisschen merkt, weil durch das Stabilisieren muss natürlich auch euer Fußgewölbe arbeiten. Ihr könnt es gerne auch barfuß machen, wenn ihr das wollt. Wir kombinieren. Wieder in Position, Rumpf festmachen. Wir starten mit der Seite und dann nach hinten. Kombiniert, achtet drauf. Zur Seite bleibt das Bein lang. Wenn ihr nach hinten geht, wird das Bein aus der Beugung nach hinten gestreckt. Ruhig weiter atmen. Sehr schön. Denkt wieder an euren Fixpunkt, den ihr anschaut. Ein letztes Mal zur Seite und nach hinten. Und dann kommt wieder zur Mitte, lockert die Beine. Auch jetzt könnt ihr noch mal gucken, war die Spannung zu leicht, zu schwer? Könnt noch mal korrigieren oder das Band noch mal neu festmachen. Ansonsten einfach kurz durchatmen. Ist jetzt auch sehr gezielt eben für die Beine, aber das ist natürlich auch der Sinn dieses Workouts. Dann geht es schon weiter. Kommt dazu mal auf eine Seite von eurer Matte, völlig egal mit welcher ihr startet, und nehmt die Beine relativ eng. Wir brauchen jetzt zur Seite etwas mehr Platz, also das Band gerne etwas weiter machen. Kommt leicht nach vorne, dadurch bauen wir schon wieder Spannung auf. Und jetzt machen wir einen großen Schritt zur Seite und dann gehen wir tief. Das Bein, was wir außen stehen lassen, bleibt gestreckt und hier gehen wir in die Beugung. Achtet darauf, dass das Knie nicht über die Zehen hinausgeht. Den Po nehmt ihr weit nach hinten, Oberkörper nach vorne. Und dann drückt ihr euch wieder hoch und kommt wieder nach außen zurück. Das Ganze machen wir natürlich flüssig. Ich nehme jetzt die Arme mal bewusst weg von der Hüfte, damit ich das ein bisschen besser ausbalancieren kann. Sieht dann so aus. Zur Seite und wieder zurück. Nehmt die Arme gern nach vorne, wenn ihr tief geht. Setzt den ganzen Fuß auf und
und schieb den Po nach hinten. Ruhig atmen. Ein letztes Mal. Und wir bleiben in der Grätsche und verlagern unser Gewicht so, dass wir beide Beine gebeugt haben. Und jetzt verlagern wir das Gewicht von der Mitte auf die andere Seite und gehen jetzt zusammen mit den Beinen auf die andere Mattenseite. Gleiche Übung. Tief gehen. Den Po nach hinten, das Knie beugen. Und jetzt ist das andere Bein gestreckt. Kommt so tief, wie ihr könnt, ohne dass das Knie hier vorne über die Zehen zeigt. Nehmt die Arme dazu und versucht das Ganze ganz kontrolliert zu machen. Spürt die Spannung in den Beinen und versucht auch langsam aus dieser Bewegung nach oben zu kommen. Ein letztes Mal tief gehen. Und lockert die Beine. Gleich habt ihr es geschafft. Nochmal durchatmen. Und dann dürft ihr das Band lösen von euren Beinen und einfach zur Seite legen. Zum Schluss lockern wir. Dehnen wir, mobilisieren wir die Muskulatur noch ein bisschen, damit ihr dann auch wieder startbereit seid fürs nächste Training. Wir gehen in die Grätsche und dann schiebt eure Hüfte mal zur linken Seite. Spürt dabei ein leichtes Ziehen im rechten Bein. Haltet die Position. Und dann wandert mal mit dem rechten Arm am Bein entlang und wieder hoch und kommt wieder zur Mitte. Das gleiche auf der anderen Seite. Schiebt die Hüfte nach rechts und spürt jetzt schon mal hier ein leichtes Dehnen. Lasst die Schultern locker und dann nehmt den linken Arm und schiebt euch am Bein entlang. Kurz halten. Und dann kommt wieder nach oben. Schließt die Beine. Nehmt ein Bein nach vorne. Auf die Ferse. Und stützt euch ganz leicht mit beiden Händen auf das andere Bein, auf den Oberschenkel. Und schiebt den Po nach hinten. Und jetzt zieht die Zehen zu euch. Auch hier wieder halten, spürt leichtes Ziehen in den Waden und dann wieder nach oben kommen. Wir wechseln das Bein, wieder tief gehen und jetzt zieht die Zehen nochmal aktiv zu euch. Und löst die Position, kommt nach oben. Letzte Übung. Wer wieder Probleme hat mit dem Gleichgewicht, auch gerne wieder irgendwo festhalten. Stellt euch auf ein Bein, greift das andere am Fußrist und dann zieht die Ferse in Richtung Po. Achtet drauf, das Standbein ist trotzdem ganz leicht gebeugt. Und dann lösen, nochmal wechseln, anderes Bein, zieht die Ferse zum Po,
Und dann nochmal auslockern zum Schluss. Dann sind wir fertig für heute. Das war mein erster Teil. SkiFit für die Beine. Bis zum nächsten Mal.